Willkommen zurück zu Pure Farming 2018, der Landwirtschaftssimulation. Und ich habe mir aufmerksam euer Feedback zur ersten Folge durchgelesen und muss mich direkt zu Beginn erstmal entschuldigen, die Marke Gomselmesh, ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, gibt es tatsächlich. Ich dachte, das sei irgendwie ein Fake, aber gibt es tatsächlich, ist irgendwie so eine osteuropäische Firma. Darauf habt ihr mich auch in den Kommentaren hingewiesen. Vielen Dank dafür und sorry, dass ich das nicht wusste. Jetzt weiß ich es, habe ich wieder eine Bildungslücke geschlossen. Also hier scheint es im Spiel tatsächlich nur original lizenzierte Marken zu geben. Es gibt keine Fakes. Das war dann eine falsche Info. So, wir fahren jetzt zur Kaffeeplantage. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon angekündigt und die ist direkt hier drüben. Und da können wir jetzt fleißig Kaffee ernten. Pflückermodus an. Dann müssen wir vermutlich hier direkt drüber fahren. Wie machen wir denn? Wie machen wir denn unseren... Ah, wir müssen in den Anhängermodus. Okay, gut. Also, jetzt wird fleißig Kaffee geerntet. Und ah, das finde ich ja cool. Guckt mal hier. Hier gibt es sogar irgendwie eine Animation. Wir fahren aber relativ flott. Ist das realistisch, dass man so flott hier drüber fährt? Also wir haben jetzt, ich habe jetzt gerade mal den Tempomaten eingeschaltet. Schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, inwieweit wir das sehen können. Das Blöde, also es scheint noch ein Bug zu sein, dass man im Moment während des Arbeitens nicht in die Cockpit-Perspektive gehen kann, was schade ist. Aber sie sieht man hier auf jeden Fall ganz gut, diese Animation, wo die einzelnen geernteten Früchte, die einzelnen Bohnen hier auch zu sehen sind. Das finde ich schon mal echt top. Das gefällt mir sehr gut. Aber auch dieses Gerät hat ein großes Problem mit dem Wendekreis. Also ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder nicht. Ich bin so eine Kaffeemaschine noch nie gefahren. Aber es scheint mir, als sei das nicht so realistisch. So. Okay. Ah, das ist sogar auf beiden Seiten, okay. So. Jetzt wieder festgefahren hier. Okay, jetzt scheint es aber wieder zu laufen. Gut. Ja, wie gesagt, ist noch eine frühe Version, aber das sind alles Sachen, die werden die fixen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Das sind ja Kleinigkeiten. Das Spiel hat noch ein gutes halbes Jahr Zeit. Und bis dahin ist ja durchaus noch einiges möglich. Ihr habt auch in den Kommentaren geschrieben, dass ihr dass einige von euch, also ihr wart grundsätzlich sehr positiv gestimmt, was das Spiel angeht. Einige von euch haben aber geschrieben, so Missionssysteme finden sie gar nicht gut für eine Landwirtschaftssimulation. Das fand ich ganz interessant, weil ich finde das eigentlich ganz gut, weil es mal was Neues ist. Der Landwirtschaftssimulator hat das ja beim LR17 auch so ein bisschen ausprobiert, aber das war ja nur rudimentär, dass man da seinem Nachbarn helfen konnte. Und hier hat man dann halt diese Art von Mission. Ich bin mal gespannt, wie das bei der breiten Masse ankommt. Vielleicht spricht das Spiel ja dann auch ganz neue Menschen an, die noch nicht so viel mit Landwirtschaftssimulationen vorher zu tun hatten. So. Jetzt sollen wir den Kaffee verkaufen. Heißt das, wir müssen das irgendwie überladen? Oder können wir das direkt mit diesem Gerät hier machen?
Wir einmal kurz aus dem Anhängermodus raus und dann. Okay, so sieht es mit Licht aus. Man sieht auch, es ist prall gefüllt hier. Schon sportliches Gerät hier. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Denn dieser Weg scheint hier nicht weiterzuführen. Es wurde auch angemerkt von euch, dass das nicht realistisch sei, dass die Feldwege so breit seien. Ich muss sagen, ich war noch nie in Kolumbien, deswegen kann ich das persönlich gar nicht einschätzen, wie breit oder schmal so ein Feldweg sein muss. Aber ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass das ungefähr so stimmt. Aber ich meine, das ist ja auch nur ein Detail. Hm, ja. So, das scheint aber hier nicht die richtige Richtung zu sein. Ich glaube, wir sollten in die andere Richtung fahren. Wir haben auch hier eine Map, glaube ich, ja. Okay, und wie kommen wir da? Ah, okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen hier. Okay. Das ist soweit erstmal einleuchtend. Dann sehen wir noch ein bisschen was von der Map. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Dann fahren wir weiter gemütlich mit unserer Kaffee-Erntemaschine. Ja, ich finde das also grafisch wirklich ganz gut und da waren wir uns ja auch alle einig, dass das grafisch eine tolle Sache ist. Ja, und bei den Lizenzen bin ich auch froh, dass DAF dabei ist. Da war der ein oder andere von euch erstaunt, aber das fand ich auch sehr gut. Mich wundert, dass MAN nicht dabei ist, aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht hat DAF auch gesagt, wir sind nur dabei, wenn MAN nicht dabei ist oder so. Weiß ich natürlich nicht, aber sonst ist MAN ja in jedem Simulator. Deswegen glaube ich kaum, dass es an denen gelegen hat. Was ich ganz gut finde an der Map unten ist, dass man da sieht, was man schon alles geerntet hat. Auf einen Blick, direkt. Und das gefällt mir echt ganz gut. So, und jetzt geht's über die Brücke. Haha. Das ist ja, das ist schon ganz cool. Also sehr abwechslungsreich gestaltet. Ein bisschen hügelig, aber nicht zu hügelig. Ein bisschen kurvig, ein bisschen Brücke. Also auch Wasser dann mit dabei. Ja, schon nicht schlecht. So, kann ich hier schon direkt abbiegen? Ja. Und man sieht eben auf dem Feld auch, wenn man drauf fährt, was der Zustand ist, also wie dieses Feld gerade bestellt ist, ob da irgendwas fehlt, ob da Dünger, Wasser etc. pp. Fehlen. Was ich auch ganz gut finde, das ist beim LS meines Wissens nicht so, dass man das direkt auf dem Feld sieht. Hier braucht man nur aufs Feld fahren und zack, kennt man alle Zustände. Beim LS sieht man es, glaube ich, eher im Menü, also da schaut man eher nach. Ich finde es aber gar nicht schlecht, wenn man dann mal gerade zufällig vorbeifährt, kann man mal kurz aussteigen und sich das angucken. Ist natürlich nicht ganz realistisch, in echt müsste man da messen und so, aber gut. Ich denke mal, bei sowas kann man dann auch mal Abstriche machen, wenn es dann den Spielspaß erhöht. So. Fluggermodus aus, Anhängermodus an. Verkaufen. Haha. Okay. Kaffee ist auch verkauft. Bauer, du hast deine Aufgabe erfüllt. Gratulation. Und jetzt ist quasi hier der Endscreen. Genau. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Von Pure Farming 2018, dann, ich glaube, wir machen dann mal mit Japan weiter. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Genau, hier Japan, ich denke, das ist eine ganz coole Sache. USA spare ich mir, glaube ich, noch auf. Ich glaube, das weicht nicht so ganz stark von dem europäischen Farmen ab. Italien wird, glaube ich, auch noch eine interessante Sache. Vielleicht wird es auch Italien, mal schauen. Vielleicht Japan, vielleicht Italien. Gucken wir mal.
Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich tschüss und sorry nochmal, dass ich die Marke nicht kannte. Es hat sich geändert. Ich kenne sie jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.